Wir beraten Unternehmen, gerade mit großen, komplexen IT-Infrastrukturen, diese sicher zu betreiben. Wir covern halt eben neue Themen wie Cloud und IT-Security. Und hier haben wir einen ganzen Stab an klugen Köpfen, die wir hier zum Beispiel die letzten zwei Tage auf Sepago Pur versuchen, mit in Verbindung zu kommen. Wir treffen uns einmal im Jahr, um genau die Ziele für die nächsten Monate und auch Jahre halt eben zu definieren. Wir haben damit angefangen, einen Sepago Walk zu machen, einen interaktiven Gallery Walk, wo 6 Stationen aufgebaut waren. Sprich, sie konnten sich angucken, was ist in den letzten Jahren so alles passiert, welche Erfolge konnten wir einfangen, welche Learnings konnten wir mitnehmen, um sie direkt auch heute und gestern zu verarbeiten, und haben sich Ausschnitte angucken können von Videos, die über die letzten Jahre entstanden sind, von Podcasts, die aufgenommen wurden mal, konnten sich selbst einbringen nochmal und einfach in den Austausch kommen. Nach dem Mittagessen sind wir in den Nachmittag gestartet mit einem kleinen Austauschformat und haben ein Mystery-Coffee-Format gemacht, wo sich Leute per Zufall zusammenfinden und einfach eine Viertelstunde nehmen und quatschen über einen Kaffee, vielleicht auch mit der einen oder anderen kontroversen Frage. Und dann sind wir eben gestartet in die nächste Übung, ins Kaffeegespräch, wo wir anhand des Golden Circles mit 8 unterschiedlichen Fragen uns damit beschäftigt haben. Hey, stellt euch vor, 2026, ihr sitzt in einem Café und hört beim Nachbartisch vielleicht ein bisschen mit und hört da die Leute reden über Sepago, wie sie heute ist. Wir haben den Input vom Nachmittag genommen und haben heute Morgen geschaut, dass sie sich nochmal anders damit verbinden. Und zwar gerne bildlich mit Zitaten arbeiten und quasi eine große Cover-Story erstellen von den Impulsen und vom Input des Vortages. Ich muss echt sagen, ziemlich interessant. Also bin ja jetzt noch relativ frisch bei der Sepago seit April und ich glaube, jeder hat schon mal, der ein bisschen in der Branche war, die eine oder andere ähnliche Veranstaltung mitgemacht. Aber der Unterschied für mich war wirklich, man sieht halt auch die Ergebnisse. Miteinander Zeit zu verbringen, miteinander zu spielen, miteinander Karaoke zu singen, so wie gestern miteinander zu trinken, zu quatschen. Ja, richtig cool.